Kreative Blockade. Das ist ja cool. Boah, alles vergessen. Sehr gut, sehr gut. Naja, sonst keine Tür mehr, ne? Nein. Ich muss gucken, dass ich nicht irgendwie aus dem Bild rutsche, ja, ich immer kleiner werde vor lauter Angst. Boah, ist das düster. Komm mal denn. Wo sind wir jetzt? Vergiss nicht. Vergiss nicht den 9. Juni. Wo sind da? Nix. Hä? Wie geil war der Übergang denn gemacht? Kenne ich alles gar nicht. Na, das macht ja Freude auf mehr, echt. Kleine Buchsammlung. Da geht's nicht weiter, oder? Doch, hier geht's sogar weiter. Check ich aber nochmal die Tür. Hier geht's auch weiter. Was ist hier für ein Gang? Hä? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ach du meine Güte. Ignoranten. Blinde Narren. Idioten. Kratins. Ist doch irgendwo was. Da. You ordered a true portrait. So that's what I painted, you fucking plant. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Deine dämliche Fresse. Das ist also das Bild, was er gemalt hat. Und der Kunde war anscheinend nicht damit zufrieden. Ja, super. Ja, super. So, da geht's gleich weiter. Aber ich gehe mal ganz kurz eben in eine Pause. Meiner Frau Hallo sagen, ne? Also, wir sehen uns. Moment, Pause, da. Und sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich. So, dalle. Ah, jetzt habe ich mir Trinken eingeschüttet, hätte ich auch mal direkt einen Schluck trinken können. Warte. So.
das Gemälde mit dem erbosten Kunden. Ja. Okay, weiter geht's. Sitze ich richtig? Ach. Nee. Ich dachte, da wären wir eben gewesen, aber es war ein anderer Gang, ne? Die ist bestimmt zu. Ja. Ich kann mich gar nicht an diesen Gang erinnern hier. Haben die das Layout des Hauses nochmal umgestellt? Ich meine, wäre ja schon cool, ne? Ein paar Sachen erinnere ich mich, aber an sowas überhaupt nicht. Ein rückwärts klingelndes Telefon. Bitte was? Läuft ja alles rückwärts. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass Sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten, und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder ennervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele dieser Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Bring, bring. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen bring, bring, führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Also, bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Med Robert Richards, noch so ein verdammter Quacksalber. Das ist doch bestimmt eine... Another fucking Quacksalber. So. Okay, wir versuchen es jetzt mal andersrum.
Oh yes, was? Yes, speaker. Yes. What? What? What fire? Fire. Oh, God. God. Is she? She. Which hospital? Which hospital? I'm on my way. Das Feuer. Und auf einmal sind wir unten und... Alter, das ist so geil gemacht alles, ne? Es ist echt so geil gemacht. Wie du diese Übergänge überhaupt nicht mitbekommst. Das ist wieder der Crack selber, ne? Ja. Es ist so geil gemacht. Oh. Ruhelose Andenken. Was? Was? Hier sind wir auf einmal an der Decke oder so. Was ist das? Kranke Erinnerungen. Ein Lichtschalter. Komme ich da dran? Nee. Licht, 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 Licht. Flapping Horror, be quiet. Genau, flatternde Schrecken, sei still, konstantes Flattern, fressen andere Ratten, Fragezeichen. Flederratten. Naja, Tür ist jetzt richtig. Lange Gänge, lange Gänge. Oh, wow, 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 wow. Wow. Hä? Ja. Muss ich durch, ne? Muss ich... Ich will mich jetzt gerade nicht umdrehen. Ich will's nicht. Ich tu's. Nix. Aber ich darf nicht pusten, ne? Hoffnung tötet den Geist. Moment, Moment.
So. Bisschen das Mikro geändert. Ja. Hoffnung tötet den Geist. Das stimmt ja auch. Hoffnung macht Mut, aber tötet auch den Geist. Wenn man noch Hoffnung hat und auch Angst, die zu verlieren, dann handelt man nicht immer vernünftig. Es geht runter. Oh nein. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was kommt. Oh nein. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Da gibt es doch auch den Spruch, der angeblich über dem Eingang zur Hölle steht, oder? All those who want to enter abandon all hope oder so ähnlich? Weiß nicht, irgendwie sowas. Das war eine Ratte, ne? Ist gerade arschdunkel hier. Was ist das denn? Wasser. Ich kann ihn nicht mehr ausmachen, okay. Warum? Hier geht's nicht weiter, alles verstellt. Beliebte Level-Design-Blockade. Warum war da gerade ein Nachlader? Hier ist irgendwie, warte mal. Jetzt nicht mehr. Huh. Oh nein. Oh nein. Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Ist da sonst noch was? Hier ist zu. Scheiße, aber wo sind wir denn hier? Ist da eine Tür? Ja. Ich fange mal links an. Wand. 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 Hm.
Noch ein... Noch ein langer Gang. Was? So sieht mein morgendlicher Weg zur Kaffeemaschine auch aus. Boah, ist das dunkel hier. Alter. Schon besser?